Wie in jedem Jahr gibt es auch im Jahr 2023 einige neue steuerliche Regelungen. Welche du kennen solltest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wie in jedem Jahr gibt es am 01.01. einige neue steuerliche Regelungen, die du kennen solltest. Was sich genau zwischen dem Jahr 2022 und 2023 ändert, erfährst du ganz im Detail in diesem Video. Die Schwerpunkte lagen in diesem Jahr auf den Bereichen Immobilien, Photovoltaikanlagen und dem Homeoffice. Bevor wir uns jetzt die einzelnen Anpassungen und Änderungen im Detail anschauen, möchte ich nochmal so eine generelle Einordnung geben. Und zwar wurden auch in diesem Jahr einige Steuergrenzen freiwillig Beträge und so weiter nach oben angepasst. Das passiert fast jedes Jahr und die Politik verkauft das ganz gerne als Steuererleichterung. Zum Beispiel, wenn der Grundfreibetrag steigt, dann haben wir ja mehr Geld steuerfrei. Hier ist allerdings ganz wichtig zu bedenken, dass wir Inflation haben und aktuell haben wir in Deutschland eine ziemlich hohe Inflation. Im Oktober 2022 lag die Inflation bei 10,4%. Das heißt, die reale Kaufkraft ist um 10,4% gesunken. Das ist wahnsinnig viel. Und wenn sich jetzt Christian Lindner, also unser Finanzminister, hinstellt und sagt, naja, wir passen jetzt den Grundfreibetrag um 5% an, dann ist das nicht wirklich eine Steuerentlastung. Zumindest nicht, wenn ich in realer Kaufkraft ermittle, weil tatsächlich ist mein Geld ja um 10,4% weniger wert als vor einem Jahr. Und wenn ich jetzt 5% mehr steuerfrei habe, dann ist das in realer Kaufkraft ermittelt eine Steuererhöhung. Deswegen an dieser Stelle, ich werde jetzt immer darüber sprechen, dass jetzt bestimmte Dinge mehr steuerfrei sind. Wichtig ist, hier rede ich natürlich über absolute Zahlen, tatsächlich in Kaufkraft ist das meiste eher eine Steuererhöhung. Und damit steigen wir auch gleich rein in den ersten Punkt. Der erste Punkt ist genau das Beispiel, was ich eben schon erwähnt habe, und zwar der Grundfreibetrag. Der Grundfreibetrag wird quasi jedes Jahr nach oben angepasst, so auch im Jahr 2023. Und so erhöht sich der Grundfreibetrag von 10.347 Euro auf 10.908 Euro. Das ist eine Steigerung von 5,4%. Das bedeutet, dass du im Jahr 2023 10.908 Euro Einkommen haben darfst, bevor du überhaupt Einkommensteuer zahlen musst. Im zweiten Punkt geht es um die Kinder. Auch der Kinderfreibetrag wurde nach oben angepasst und zwar von in diesem Jahr 5.620 Euro auf im Jahr 2023 6.024 Euro. Das ist eine Steigerung von 7,2%. Aber nicht nur der Kinderfreibetrag wurde angepasst oder wird angepasst, sondern auch das Kindergeld. Bisher, also bis zum Jahr 2022, gab es ja Kindergeld in Höhe von 219 Euro fürs erste, zweite und dritte Kind und ab dem vierten Kind gab es 250 Euro. Das ist so im nächsten Jahr nicht mehr der Fall. Da gibt es also keine Unterschiede mehr, über wie viele Kinder wir sprechen, sondern im nächsten Jahr, also im Jahr 2023, gibt es 250 Euro Kindergeld für jedes Kind. Der dritte Punkt, der sich im Jahr 2023 ändert, ist der Sparerpauschbetrag. Der Sparerpauschbetrag ist das Geld, was du an Kapitaleinkünften generieren kannst, bevor Kapitalertragssteuer anfällt. Und der Sparerpauschbetrag lag jetzt eine ganze Weile bei 801 Euro. Und der wird jetzt nach oben angepasst zum Jahr 2023 auf 1000 Euro pro Jahr. Und das ist ehrlicherweise auch der erste Punkt, der deutlich über Inflation angepasst wird, und zwar 24,8%. Aber auch das möchte ich relativieren, denn wenn wir mal die gesamte Entwicklung der Freibeträge auf Kapitaleinkünfte anschauen, so seit Anfang der 90er bis heute, dann sind wir ehrlicherweise auf einem wahnsinnig niedrigen Niveau. Wir waren schon einmal zumindest in Euro umgerechnet bei über 3000 Euro Freibeträgen. Der vierte Punkt ist auch so ein Inflationsausgleichsding und zwar ist es der Ausbildungsfreibetrag. Der Ausbildungsfreibetrag steigt um 29,9% und zwar genauer gesagt von 924 Euro auf 1200 Euro pro Jahr. Der fünfte Punkt ist das Thema Krankenversicherung und da gibt es leider schlechte Nachrichten, denn die Krankenversicherungsbeiträge steigen. Das deutsche Gesundheitssystem hat in den letzten Jahren hohe Kosten aus Gründen, die wir alle kennen und deswegen steigen jetzt auch die Krankenversicherungsbeiträge. Die liegen aktuell bei 14,6% und bei einem Zusatzbeitrag von 1,3%. Und das Ganze steigt jetzt an im Jahr 2023 auf 16,2%. Außerdem steigt die Beitragsbemessungsgrenze. Die Beitragsbemessungsgrenze ist das Einkommen, bis zu dem du quasi die Krankenversicherung bezahlst. Und wenn du mehr als die Beitragsbemessungsgrenze verdienst, dann steigen aber deine Krankenversicherungsbeiträge nicht mehr mit. Und diese Beitragsbemessungsgrenze
Beitragsbemessungsgrenze steigt auch an, und zwar von 58.050 Euro auf 59.850 Euro. Das Ganze führt dann dazu, dass die maximale Beitragsmenge von der Krankenkasse auch steigt. Die liegt aktuell bei ungefähr 930 Euro im Monat und im nächsten Jahr wird sie ziemlich sicher über 1.000 Euro liegen. So ganz klar ist das noch nicht, da fehlen noch so Informationen von der Krankenkasse, aber er wird definitiv steigen und du kannst auch davon ausgehen, dass er über 1.000 Euro pro Monat liegen wird. Der nächste Punkt ist zugegebenermaßen eine echte Erleichterung. Also da gibt es tatsächlich eine deutliche Steuererleichterung, und zwar geht es um Photovoltaikanlagen. Das ganze Thema Photovoltaikanlagen war immer relativ kompliziert. Du musstest angucken, wie leistungsfähig so deine Anlage ist, und ab einer gewissen Grenze musstest du ein Gewerbe für deine PV-Anlage anmelden. Das gilt auch immer noch, aber die Grenze wurde deutlich nach oben verschoben. Bisher galt nämlich eine Leistung von 10 Kilowattstunden. Und sobald du drüber gewesen bist, ist das Ganze einkommensteuerpflichtig geworden. Diese 10 Kilowattstunden Leistung wurde jetzt angehoben und jetzt gilt eine Leistung von 30 Kilowattstunden. Wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, gilt eine Leistung von 15 Kilowattstunden pro Mietpartei oder pro Wohneinheit. Das heißt, wenn du in einem Mehrfamilienhaus mit 10 Einheiten wohnst, dann gilt für dieses Gebäude eine Leistung von 150 Kilowattstunden. Und erst wenn du darüber bist, musst du dich mit dem ganzen Thema Einkommensteuer beschäftigen. Das Ganze ist also eine deutliche Erleichterung, zumindest für die Einkommensteuer. Aber es gibt auch noch die Umsatzsteuer. Auch das war, zumindest bis heute, immer relativ schwierig, weil du für die Installation und die Anschaffung ja Umsatzsteuerbeträge gezahlt hast. Und wenn du die irgendwie wiederbekommen wolltest, musstest du dich als Selbstständiger anmelden und Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das heißt, es war mit relativ viel Arbeit verbunden. Das Ganze entfällt jetzt, weil die Installation und die Materialkosten für PV-Anlagen jetzt ab dem Jahr 23 umsatzsteuerfrei sind. Das heißt, du musst da keine Umsatzsteuer mehr zahlen und auch keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Das Ganze ist also eine deutliche Vereinfachung. Warum gerade in diesem Bereich eine Erleichterung kommt, ist auch relativ gut nachzuvollziehen. Die Grünen sind jetzt eine Weile in der Bundesregierung, hatten also Zeit, sich reinzuarbeiten, und es ist ganz offensichtlich, dass wir eine Abhängigkeit von Energie aus dem Ausland haben. Und da gibt es natürlich Sinn, nachhaltige Energie oder genauer gesagt PV-Anlagen stärker zu incentivieren. Der nächste Punkt ist zumindest für einige Steuerpflichtige auch eine große Veränderung. Und zwar geht es um die Abschreibung von Wohnimmobilien. Das heißt, wenn du beispielsweise Vermieter bist, dann kannst du die Immobilie, die du vermietest, mit 2% pro Jahr abschreiben. Das heißt, du kannst 2% der gesamten Anschaffungs- oder Herstellungskosten nutzen, um das dann quasi als Kosten gegenzurechnen und dadurch Steuern zu sparen. Und diese 2% steigen auf 3%. Und zwar gilt das für alle Wohnungen, die nach dem 30.06.2023 fertiggestellt werden. Warum macht der Gesetzgeber das? Ja, weil er Leute incentivieren möchte, mehr Investitionen in privaten Wohnraum zu stecken, um die Wohnungsknappheit zu bekämpfen. Eine weitere Neuregelung und auch Schwerpunkt der Gesetzgebung ist das Thema Homeoffice. Es gab bisher ja eine Homeoffice-Pauschale von 5 Euro pro Tag. Das heißt, du konntest 5 Euro fürs Homeoffice in deiner Steuererklärung absetzen, bis zu 600 Euro. Das heißt, mehr als 600 Euro ging nicht. Und diese 600 Euro wurden jetzt angehoben. Das heißt, du kannst jetzt auch 5 Euro pro Tag absetzen, aber bis zu 1.000 Euro pro Jahr. Das heißt, du kannst die Homeoffice-Pauschale nutzen für 200 Arbeitstage, a 5 Euro, sind 1.000 Euro Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung. Aber es gibt auch eine zweite Regelung. Und zwar immer dann, wenn du nirgendwo anders einen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt bekommst und wenn du ein separates Arbeitszimmer bei dir zu Hause hast, dann kannst du eine Pauschale von 1.250 Euro pro Jahr absetzen. Ich hoffe, mit diesem Video bist du up to date und weißt jetzt genau, was du ab 2023 erwarten kannst. Und ich hoffe auch, dass vielleicht der ein oder andere Punkt dabei gewesen ist, mit dem du ab 2023 weniger Steuern zahlst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du sagst, du brauchst gerne ab 23 oder in 23 und die nächsten Jahre einen Steuerberater, auch dann habe ich einen Tipp für dich. Uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und übernehmen gerne deine Buchhaltung und deine Steuererklärung. Zumindest wenn du selbstständig bist. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Du kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.